So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ja, wir haben in der letzten Folge, wir haben hier die Villager geholt, die hier nebendran gefallen sind und haben ein bisschen mit dem Dach weitergemacht, ein paar Lampen eingebaut und so weiter. Und damit werden wir heute weitermachen. Wo sind meine Karotten? So. Ja, mal gucken. Wir bräuchten einmal ein paar Eichenstämme. So. Und mit diesen Eichenstämmen können wir dann hier hinten ein bisschen weitermachen. Ist die Musik nur bei mir so laut? Ne, bei euch geht's. Okay, alles gut. Alles gut. So, warte, wo höre ich hier ein Skelett? Ach, hier unten drunter. Das ist natürlich immer blöd mit so Überhängen. Da haben dann immer schön die Monster einen schönen Spot zum Abchillen, sodass man die nicht töten kann. Oder dass die nicht von der Sonne sterben, besser gesagt. So. Nee, es geht wieder ganz genau auf hier. Krass. So, das heißt, dieser riesige Abstand müsste hier theoretisch dann in die Mitte, dass es besser aussieht. Aber eigentlich müsste ich es dann bis hierhin ziehen. Eigentlich. Einfach nur wegen der Form hier. So. 3, 3, dann geht's aber nicht mehr auf. Ich bin am Überlegen, ob ich die Decke hier auf der Höhe halte. Weil hier sind wir quasi eine Stufe weiter unten. Das heißt, hier würde es vielleicht nicht komisch aussehen, wenn die Decke einfach ein bisschen tiefer hängt. Oder was heißt ein bisschen tiefer hängt, aber wenn sie halt auf dieser Höhe hängt. Im Endeffekt. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Und ob ich sie aus dieser Farbe machen möchte oder aus einer anderen. Weiß ich auch noch nicht genau. Ba, 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 ba. Hier muss ich auch noch irgendwas mehr ausdenken. Das sieht nämlich nicht so geil aus, wenn du mich fragst. So. Ich glaube, hier wäre es vielleicht auch nicht so schlecht, wenn hier ein bisschen eine Mauer außen rum wäre, dass die Villager da nicht irgendwie rausfallen oder so. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Und dann brauchen wir ein paar Stone Bricks. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen rumfummeln mit dem Boden, wie das am Ende am besten aussieht, weil ich glaube, dass das auch nicht so gut ist, wenn alles Stone Bricks ist, sondern vielleicht auch ein bisschen
Ach, das verwirrt mich immer wieder. Vielleicht ein bisschen Variation in die ganze Angelegenheit reinbringen. So. Sowas und dann. Ich meine, ich habe noch viel mehr Teppich am Start eigentlich. Das ist halt auch so ein Ding. Wenn ich hier eh Teppich reinmache, dann muss ich mich ja nicht so um den Boden kümmern, ne? Habe ich nur noch drei? Ich habe doch voll viel gecraftet letztens. Hey. Wo soll denn das hin sein? Ich meine, theoretisch wäre das vielleicht ganz schön, wenn hier. Dann geht aber die Kiste nicht mehr auf, ne? Wenn hier das alles quasi auf so einem Stamm drauf liegen würde. Auf der anderen Seite ist es halt so tief dann, ne? Wenn man dann hier reingeht, dann ist halt so ein Ding mitten in der Fresse. Ich weiß ja nicht. Verdammte Scheiße, ey. So. Wie könnte ich das sonst noch machen? Ich meine, das wäre ein Ansatz, hier vielleicht ein bisschen mehr sowas zu machen. Dann kann man das vielleicht auch hier machen, wenn ich hier dann. Ne, einfach um das ein bisschen aufzubrechen vielleicht und dann hier auch. Und dann sind da drei dazwischen, das heißt, hier wäre dann der nächste. Hier dann aber nicht, weil hier das Ding ist. Ja, das könnte doch ganz gut aussehen, oder? Dann muss ich halt hier Löcher in die Decke machen, um da halt das reinzupopeln irgendwie. Sekunde, wenn ich hier mal gerade hingehe und so mache. Nein. Nein. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier müssen wir dann natürlich auch noch irgendwie eine Borde machen. Irgendwie. So. Und dann kann ich ja hier erstmal so eine Art Kistenwand hinmachen.
So, da kann man dann schön ran an alle Dinger. Gut. Ist das zu leer hier? Ich weiß ja nicht. So, dann ist es zumindest auf beiden Seiten gleich hier. Und dann müsste die Eingangstür hier so sein. Was bedeutet, hier müsste es so sein? Okay, kurz pennen gehen wieder. So. Der gut. Dann haben wir das auch. Das passt. Und dann... Ich bin mir irgendwie gerade nicht so ganz sicher, wie ich das hier machen möchte. Also ich glaube, es ist am besten, wenn ich auf der Seite hier quasi den Aussortiermechanismus habe. Das heißt, man hat hier irgendwo eine Leiste mit verschiedenen Hebeln, die man ziehen kann, wo dann ausgewählt wird, in welche Etage oder in welche Berufung die Villager quasi geschickt werden sollen. Und dass ich hier hinten am Ende dann eine Treppe hinmache, dass man dann hier halt durchlaufen muss und nach unten laufen für die Villager, weil ich weiß nicht, wie ich sonst eine Treppe machen soll. Hier würde eine Treppe halt hinpassen irgendwie. Hier so. Ups. Denke ich. Da ist die Kiste bündig mit dem, das heißt, hier müsste die Wand hin. Hier kann ich das noch nicht machen, weil da noch der Zombie reingefummelt werden muss. Okay. So. Okay. Folgende Idee. Ich frage mich, ob das von unten gut aussehen würde. Einigermaßen, ne? Geht. Vielleicht hätte man es ein bisschen weiter... Wobei, wenn ich so mache... Ha! Das hat was, oder? Ich finde, das hat was. Das hat ein bisschen Komplexität, ja? Komplexität. Und die ist wichtig. Ich glaube, da mache ich das gleiche da hinten auch dann.
Ja, machen wir einfach mal. Das gefällt mir. Das war jetzt spontan einfach nur irgendwas hingemacht, aber ich finde, das ist ganz okay so. Und dann kann ich hier eventuell auch 1, 2, 3, da. Das passt sogar. Krass. Ich habe keine Falltür mehr. Das ist jetzt natürlich blöd, aber okay, dann machen wir halt so lange so. Die Falltür kann man ja dann von unten noch reinstecken, sozusagen. So. Wobei, das geht hier gar nicht so, wie ich es gedacht habe, ne? Es würde natürlich gehen, aber dann müsste ich hier... Ich habe hier halt kein Ding am Ende dran. Wobei doch, das hier hätte bleiben können. Nee, ich muss noch eins nach hinten, ne? So. Nee. So. Nee, das wird hier nix irgendwie, ne? Nee, ich glaube, das kann ich auf der Seite hier vergessen. So. Ja, ich glaube, das kann ich hier echt vergessen. Ich finde das aber, sieht doch gut aus. Wieso geht das denn jetzt nicht so? Okay, dann müssen wir auch gucken, wie ich hier. Ich müsste dann hier theoretisch hier auch das weitergehen lassen. Das heißt, dann kann ich hier auch so machen. So. Da haben wir zumindest das geregelt. Ach, weil hier noch die Dinger zu sind, ne? Das wird sich aber dann auch klären, wenn hier irgendwann mal ein Dach drauf ist. Top, die Wette gilt, wann das Dach kommt. Das Ding ist, wenn ich hier ein Dach machen würde, dann wäre zack, 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 zack. Ah, doch, das könnte gehen. Huch! Doch, ich glaube, ich bin damit ganz zufrieden. Freunde, ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Ich glaube, das ist ein ganz guter Cut so. Ich muss mal überlegen, wie ich hier weitermachen möchte. Oh, alter Vater. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Sorry, dass es heute 1,5 Minuten kürzer ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.